Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Das letzte Mal haben wir die Lea aus der Gefangenschaft befreit, beziehungsweise sind in die Elendsgruben gegangen und haben ein wenig hier Smalltalk betrieben. Ja, du mit deinen neuen Waren immer. Ja, und bei dem Smalltalk hat sich ein bisschen herausgestellt, dass wir jetzt Soltun Kul wohl erwecken müssen. Das ist ein Zauberer oder ein Magier, ein Mächtiger, der uns aber auch gefährlich werden könnte. Das sehen wir allerdings erst, wenn es soweit ist. Denn wir haben ihn noch nicht erweckt. Oh, was ist denn hier los? Die kommen alle angerannt. Und ja, auf dem Weg dahin sind wir. Das ist ja ein Überflutete richtiges Hallen. Labyrinth. Natürlich werde ich mich auch wieder richtig umschauen. Tut da jemand? Da. Hier sind doch Leute. Mephisto, der Herr des Hasses. Das Böse von Mephisto, dem Herrn des Hasses, war so durchdringend, dass seine dämonische Essenz, selbst nachdem er besiegt und in einem Seelenstein gefangen war, nach Travinzhal durchsickerte und die Zakarum-Priester korrumpierte. Obwohl er denselben Helden zum Opfer fiel, die seine Brüder töteten, graut mir vor den Folgen, sollte er je zurückkehren. Okay, Mephisto, der Herr des Hasses. Vielleicht treffen wir ja auch noch auf den. Hört mir zu, ich kann nicht lange reden. Billy als Wächter beobachten mich ständig. Kaiser Hakan? Was tut ihr hier? Verzeiht mein Verhalten am Hof. Die Wachen hätten mich getötet, wenn ich für euch Partei ergriffen hätte. Aber ich werde euch jetzt helfen, so gut ich nur kann. Ihr seid sicher auf dem Weg in die Oase. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Danke, kleiner Kaiser, aber tatsächlich scheint wohl Belial hier dahinter zu stecken. Pardon. Wie konnte all das passieren? Ich kann nur wenig ausrichten. Meine Berater und die kaiserliche Wache überwachen mich auf Schritt und Tritt. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber Belials Einfluss ist stark. Aber jetzt habt ihr mir eine Chance gegeben. Vielleicht meine einzige Chance. Ja, wollen wir dem Kleinen doch mal helfen. Wie könnt ihr mir helfen? Ihr seid hier, um Belial zu töten, oder nicht? Ich kann dabei helfen. In ein paar Jahren vielleicht. Ich kann trotzdem auf meine Art kämpfen. Ich will mein Reich zurück. Ich kann Belials Identität herausfinden und ihn euch ausliefern. Das wäre natürlich praktisch. Ich weiß nicht, ob ich euch noch trauen kann, nachdem ihr eure Wachen auf uns angesetzt habt. Ich habe euch doch schon gesagt, dass das nicht meine Entscheidung war. Ich werde auf Schritt und Tritt kontrolliert und ich bin von Feinden umgeben. Aber ich schwöre, dass ich euch helfen werde. Ich werde es euch beweisen. Okay. Ich meine, die Hilfe von dem Kaiser können wir natürlich gut gebrauchen. Schließlich wollen wir Belial auch zur Strecke bringen. Jetzt, nachdem wir wissen, dass er auch da ist. Eingestürzter Wasserkanal. Hier direkt mal wieder so ein Leichenhaufen. Und natürlich kommen ja auch wieder die Gegner von oben. Wie denn auch sonst. Lecker Löcher hier im Kanal. Was meint ihr? Wir haben zahllose Kreaturen bekämpft und sind durch endlose Labyrinthe gereist. Und doch bleibt ihr wachsam. Eine wahre Hölle. Natürlich, wachsam bleiben müssen wir immer. Das ist logisch. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Ich weiß jetzt gar. Oh nein, nicht abbauen, nicht abbauen. Noch nicht. Ich will dein Zeug haben. Ich meine, ich bin normalerweise nicht so gierig, aber
Aber wer weiß, was der Kleine für uns jetzt hat. Ein würdiger Gegner. Okay, hast du noch was hier vorne liegen lassen? Naja, offensichtlich nicht. Doch ein bisschen Gold, aber ja gut. So, dann schauen wir mal, ob der jetzt wirklich für uns was Gutes hatte. Seltener Schulterschutz. Ja, regeneriert 72 Leben pro Sekunde. Nee, muss ich jetzt nicht unbedingt tragen. Ist natürlich auch wieder Sachen dabei, die ich nicht verwenden kann für diesen Charakter, den ich hier spiele, den Kreuzritter. Okay, dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Boah, das ganze Gold hier. Vertrauensraufbold, lustiger Name. Seltenes Templer-Relikt. Und das bringt meinem Templer sogar was. Nämlich plus 118 Stärke, kritischer Trefferschaden um 29% erhöht und plus 261 Leben pro Treffer. Und die Erfahrung ist auch nicht zu verachten. Gut. Das ist natürlich recht praktisch. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ausgetorte Leiche. Okay, hier scheint nichts weiter zu sein. Aber hier wieder haufenweise Gegner. Aber nichts, was uns aufhält. Schön, ein Massaker. Zumindest mal ein kleines. Ich meine, 19 Gegner, das sind jetzt nicht unbedingt allzu viele, aber besser als gar nichts, ey. Ja, definitiv nur Spreu im Winde. Das blinkt. Ja, gut. Ja, gut. Und drüber Kristall. Ich hätte es ja lieber, wenn das nur blinken würde, wenn ich jetzt wirklich irgendwas hätte, was so viel besser für mich wäre. Pardon. Ich bin immer noch ein wenig erkältet. Aber ich werde hier oben erstmal weitergehen und schauen, ob sich da nicht noch irgendwas anderes findet. Nicht, dass wir hier irgendwas verpassen, was vielleicht wichtig sein könnte für die Story. Ein kleines Detail oder so. Also ich möchte da nichts übersehen, aber so wie das aussieht. Gut, hätte ich die Abstecher vorher machen können. Ich vermute mal, dass da oben auch nicht unbedingt mehr ist. Aber Kontrolle ist besser als Nachsicht oder Nachsehen, wie man so schön sagt. Ihr wisst, was ich meine. Kreuzritter, Teil 7. Damals doch schon. Wäre ich jetzt nicht hier lang gegangen, hätte man das nie gefunden. Es kursieren Gerüchte, dass die Kreuzritter zurück sind und nach Westen ziehen wollen. Doch wer sind diese großen blonden Krieger? Sie sehen ganz anders aus als die Kreuzritter, die vor 200 Jahren aus Travinsal loszogen. Die Bewohner der Ruinen dieser uralten Stadt vermuten, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Also wie das Sakharum, die Kreuzritter... Ja, natürlich, ging sich auch um die Kreuzritter. Baal, der Herr der Zerstörung. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde er in dem Horadrim-Tal Rascha gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal, der daraufhin den Weltenstein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Baal wurde von den Helden getötet, ja. Der Held war natürlich wir. Also jetzt nicht unbedingt mit dem Kreuzritter, aber... Ihr kennt das ja alles. Weg zur Oase, Wegpunkt, sehr gut. Ja, wir gehen nochmal kurz in die Stadt. Beziehungsweise nicht in die Stadt, in das versteckte Lager, nur um das Zeug loszuwerden. Schließlich will ich hier mit relativ leerem Inventar dann doch
weitermachen. Weil ich möchte nicht unbedingt irgendwas liegen lassen müssen, nur weil ich zu faul war, hier in die Stadt zu gehen. Das muss ja nicht sein. So, Hedrick, du hast was zu sagen? Ich nehme an, eure Frau wurde nicht wegen Hexerei am Pfahl verbrannt. Ich habe sie mitten in der Nacht befreit und wir sind geflohen. Sie haben uns nicht weit verfolgt. Ich schätze, sie waren froh, sie los zu sein. Ihr habt euer Leben für jemanden riskiert, den ihr nicht einmal kanntet. Nicht viele hätten das getan. Sie war keine Hexe. Sie war eine Mystikerin. Auch wenn wir das eine ganze Weile nicht herausgefunden haben. Nicht, bis wir angefangen haben, mit einem Wagenzug der Vezin herumzuziehen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Wagenzug der Vezin, ja. Da bin ich gespannt, wann du das erzählst. Mich würde das nämlich brennend interessieren. Hedrick scheint ja auch schon einiges erlebt zu haben. Nachdem wir da schon seine Frau, ja, ein bisschen umbringen mussten. Weil sie einfach besessen war. Dieser Adria. Ich habe finstere Ahnungen, was sie betrifft. Sie ist nicht abgeneigt, jedes erdenkliche Mittel zu nutzen, um Asmodan und Belial zu zerstören. Sie wird den schwarzen Seelenstein einsetzen. Koste es, was es wolle. Sie hat recht. Die Dämonenfürsten müssen sterben. Mancher Preis könnte sich als zu hoch herausstellen. Selbst für euch. Ja, das ist ja immer so die Frage, ne? Wenn man etwas unbedingt erreichen will, und ich meine die Dämonenfürsten, ja, das Böse schlechthin. Ich denke auch, man sollte schon sehr, sehr viel riskieren, um denen das Handwerk zu legen. Allerdings, ne, wenn dabei doch wiederum nichts Gutes bei rumkommt, ist es dann wirklich notwendig, alles Mögliche einzusetzen? Ich mache mir Sorgen um Lea. Wie geht es ihr? Warum fragt ihr? Oh, kein besonderer Grund. Sie braucht nur jemanden, der auf sie aufpasst. Ja, das tun wir doch. Zumindest versuchen wir's. Dieser Soltun Kull hört sich nicht unbedingt vertrauenswürdig an. Einem wird gewöhnlich nicht ohne Grund der Kopf vom Körper getrennt. Wir brauchen ihn, um den Seelenstein zu bekommen. Nun, wenn es sein muss. Aber ich vertraue diesen uralten Zauberern nicht. Führen immer Böses im Schilde. Ja, das sollte uns vielleicht eine Warnung sein. Aber selbst wenn der Soltun Kull wirklich etwas Böses vorhat, einen derartigen Ort habe ich noch nie gesehen. Dann werden wir ihn halt aufhalten. Ich meine, was bleibt uns denn anderes übrig? Wenn wir hier wirklich das Böse wieder aufhalten wollen, so wie das früher schon mal passiert ist. Es ist leicht, sich auf die gefährlichen Feinde am Boden zu konzentrieren, doch die Blutfalten beherrschen auf grausame Weise den Himmel. Diese blutrot gefiederten Vögel warten, bis ihre Beute sich in einer misslichen Lage befindet, schlagen dann zu, beobachtet ihre Schatten und bleibt immer fluchtbereit. Die Blutfalken, oh, nochmal neues Wissen. All jenen, die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenderbys. Es kostete mich viele Jahre, die Wahrheit über diese seltsamen, tödlichen Erscheinungen herauszufinden. Doch meine Quellen lassen darauf schließen, dass es sich dabei um die verfluchten Überreste von Magiern handelt, die einen Dämon beschworen, der weit über dem lag, was ihre Macht zu kontrollieren vermochte. Okay. Derwische, ja. Ich glaube, das sind doch allgemein die Geister, die meinen, Gutes tun zu wollen. Oder das zumindest vorgeben und dann am Ende dann doch wieder nur Böses vorhaben. Ihr könnt mich da gerne korrigieren. Schreibt das ruhig in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst als ich. Oder wenn ich mich da täuschen sollte. Aber wir gehen jetzt erstmal in die geplünderten Keller. Das hat er mal einen Falken, aber macht nichts. Verzweifelter Dorfbewohner. Bitte, helft mir. Die kaiserlichen Wachen sind in meinem Haus. Ihr dürft sie nicht finden lassen, was ich im Hinterzimmer habe. Okay, was hast du denn im Hinterzimmer? Die Flüchtlinge werden gute Sklaven abgeben. Und ihr eine gute Leiche. Das denkst aber auch nur du. So. Der Rest ist schon mal platt. Und der Rest auch. Ihr habt etwas wahrhaft Edles getan, Kriegerin. Lasst mich euch zeigen, warum dieser Raum so wichtig ist. Okay, Leute, warum dieser Raum so wichtig ist, das erfahren wir, beziehungsweise ihr, das nächste Mal,
denn wir sind am Ende von diesem Bad angelangt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, seid gespannt auf den nächsten Bad. Der wird definitiv kommen. Ansonsten begrüße ich euch gerne wieder das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Tschüss!